Hallo und herzlich willkommen zu Josis Handicrafts. Heute zeige ich dir, wie du aus einer Papprolle einen Handyhalter herstellst. Dazu brauchst du auf jeden Fall die Papprolle, einen Stift, ein Lineal und eine Schere. Als allererstes drückst du die Papprolle einmal platt. Dann suchst du dir die optische Mitte, also ungefähr die Mitte, und gehst von der Mitte aus ein kleines Stück nach rechts und machst da einen Punkt. Jetzt gehst du mit dem Lineal her und gehst von dem Punkt aus zur oberen linken Ecke und machst da einen Strich. Und jetzt verbindest du ungefähr gerade diesen Punkt noch mit der Seite rechts außen. Und jetzt schneidest du einfach einmal an der Linie entlang ein. Das brauchst du nicht mehr. Und jetzt brauchen wir aber noch die Kerbe, damit uns das Handy nicht rausfällt. Wenn wir jetzt hier ein Handy draufstellen würden, würde es immer nach vorne wegrutschen. Also schneiden wir die Linie ein bisschen weiter, einfach hier ein Stück weiter einschneiden. Nur ein kleines Stück, ungefähr einen halben Zentimeter oder ein bisschen mehr. Und dann schneidet ihr einfach ein Dreieck raus. Und dann müsst ihr testen, ob euer Handy schon hält. So, mein Handy hält jetzt schon. Ich zeige es euch von der Seite. Aber es könnte noch ein bisschen besser drin sein. Also schneide ich einfach noch ein bisschen hier vorne von der Kante weg. Und probiere es nochmal. Ja, jetzt sitzt es besser drin. Und dann. Jetzt wäre der Handyhalter eigentlich fertig, aber er schaut ja nicht besonders schön aus. Also brauchen wir erstmal eine Malunterlage, ein Tuch, Acrylfarbe. Ihr könnt auch Wasserfarbe nehmen, da müsst ihr allerdings weniger Wasser nehmen und ihr müsst wahrscheinlich öfter drüber malen, damit es deckt. Ihr könnt, Farbe ist egal, nehmt eure Lieblingsfarbe, wie ihr das gestalten möchtet. Und ihr braucht auf jeden Fall noch einen Pinsel. Beim Malen mit dem Pinsel ist es wichtig, dass ihr den Pinsel nicht in der Farbe ertränkt, sondern nur das vordere Stück in die Farbe eintaucht. Das reicht vollkommen. Und wir malen mit dem Pinsel immer ganze Streifen und malen nicht wie mit einem Bleistift schraffieren hin und her. Also ein bisschen in die Farbe und einmal anmalen. Hier innen malt ihr auch an, so dass, wenn es aufrecht steht, dass ihr die Papprolle einfach nicht mehr seht. Wenn ihr fertig seid, lasst ihr es trocknen und wascht den Pinsel bitte gleich wieder aus. Damit der Handyhalter noch ein bisschen hübscher wird, verzieren wir ihn noch ein bisschen. Dazu könnt ihr mal gucken, was ihr alles so zu Hause habt. Ich habe zum Beispiel einfach ein Tonpapier oder aus glitzerndem Tonpapier habe ich mir mit dem Locher kleine Punkte ausgelocht. Oder wenn man Bänder zu Hause findet, die auch benutzen. Oder hier habe ich auch ganz einfach nur mit Edding ein bisschen was drauf gemalt. Wenn ihr unten ein Band festkleben wollt, ihr könnt auch ein Stück Tonpapier nehmen, ein anderes farbiges. Dann braucht ihr einfach ein bisschen Kleber.
Und dann klebt ihr das Band damit fest. Damit das Band hält, bleibt ihr entweder ein bisschen kurz sitzen und wartet oder ihr habt eine Büroklammer zu Hause und klammert das fest und legt die Büroklammer so, dass sie über die zusammengeklebte Stelle zeigt, damit es wirklich gut festhält. Und dann könnt ihr weitermachen. Um einzelne Punkte drauf zu kleben, ist es am besten, ihr macht einen Klebepunkt auf euren Handyhalter, da wo es der Punkt sein soll, und legt dann das, was drauf geklebt werden soll, drauf. Es ist am wenigsten Sauerei. Bei den Glitzersteinen habe ich es genauso gemacht. Dann wären eure Handyhalter eigentlich schon fertig. Viel Spaß beim Gestalten eurer Handyhalter.